Moin moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GT Sports. Wie ihr wisst, ich bin's, der Ossi, und ich freue mich, euch wieder mal dabei haben zu dürfen. So, heute sind wir wieder mal auf dem Blue Moon Bay Speedway, wieder in die andere Richtung, daher Part 2. Ich bin das Rennen schon einmal gefahren, auch in der Gruppe 3, da war es über 20 Runden, jetzt sind es 25 Runden, das heißt, man muss strategisch etwas besser vorangehen. Ich bin auf Startplatz 8, habe mir überlegt, daher, ich werde nicht den ersten Boxenspin auf jeden Fall mit Vollgas fahren, sondern werde meine Motoreinstellung doch auf Stufe 2 stellen. Dann reicht mir der Sprit einfach ein bisschen länger. Ich spare mir einen Boxenstopp. Guck, seht ihr gerade? 2. Und dadurch erhoffe ich mir wirklich, einen Boxenstopp zu ersparen und vielleicht am Ende noch eine kleine Reserve zu haben, um nochmal attackieren zu können. Wir werden sehen, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später.
So, dann wollen wir erstmal tanken. Hat super gepasst, bin direkt vor ihm reingekommen. Mal gucken, wie es funktioniert, ob ich auch vor ihm wieder rauskomme. Also bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir der Zweikampf mit Cryopack, der Deutsche vor mir. Viele Grüße mal von hier aus, gefällt mir sehr gut. Kann weitergehen so. Wir können miteinander fighten, gar kein Thema. Und wenn das so läuft wie jetzt, habe ich überhaupt keinen Bauchweh. Jetzt schauen wir mal, wie die zweite Hälfte läuft. Ich bleibe erstmal in Motoreinstellung 2, weil könnte eng werden. Wir müssen nämlich aufpassen, dass das Ganze auch bis zum Ende reicht und mir nicht eine Runde vor Schluss der Sprit ausgeht. Ist mir auch schon mal passiert. Ey! Oh! Naja, er will wieder stänkern. Also Leute, wir werden sehen, wir werden weiter jagen, denn erst am Ende werden die Toten gezählt. Nicht vorher. Von daher, viel Spaß.
Na Keule, da bist du ja wieder. Sollen wir wieder uns ein bisschen fair bekriegen? Auf geht's. Mit dir mache ich das gerne. Habe ich Bock drauf. So, Schieder, so gerne ich auch mit dir spiele, aber ich glaube, ich muss jetzt mal ernst machen. Spritreserven habe ich da. Dann sage ich mal, auf geht's. Oh, sorry. Das war mein Fehler. Ich lasse dich vorne bleiben, aber jetzt bist platt. Die letzte Runde mache ich dich platt. Und er riecht es. Ich glaube, er hat die Lunte gerochen. Guck mal, jetzt versucht er mir auszuweichen. Tut mir leid, Digga. Wird dir nichts helfen. Ich krieg dich trotzdem. So, wie mache ich das? Ich glaube, ich überrumpel dich. Ja, ich gehe außen rum. Damit wird er nicht rechnen. Wer überholt schon außen? Und ab geht's. Komm, Geschwindigkeit hoch, 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 hoch. Reicht, reicht. Ja, ja, ja. Jawohl. Gucken, kommt er? Juhu. Aha, funktioniert der Plan. Ich würde sagen, gewonnen. Bam. So mag Fatih das. Schönes Ding. Cryopack. Viele Grüße von hier aus nochmal. Schöner Kampf mit dir. Jederzeit wieder. Aber das nenne ich doch mal taktisch richtig umgestellt, denke ich mal zumindest. Ne? Aber hätte er jetzt gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte das auch verdient gehabt. Also ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich außen rumgehe mit volle Karacho. Ja, was will man dazu sagen? Gehört halt dazu. Ne? Mir ist es auch schon passiert, dass mich einer 100 Meter vor der Ziellinie gekascht hat. Ne? Habt ihr gesehen, vor ein paar Rennen war ich Zweiter, musste meine Strafe absitzen, weil irgend so ein Lotscher da mir da irgendwie da in die Quere gekommen ist, hat mich auch einen Platz gekostet. Aber naja, egal. Genießen wir es. Und da freut er sich. Guckt euch an, Leute. Tada! So muss sein. 11. Sieg, 7 Positionen verbessert. Easy. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.